Denk vor Ort, denk wir in Vorarlberg, denk Unica. Kraft, Ausdauer und Kondition. Zahlreiche Schüler und Schülerinnen zeigten bei der Landesmeisterschaft des Unica Basketball Schulcups am Freitagnachmittag ihr Können. Vier Teams aus drei Schulen nahmen am Finalturnier in der Reichenfeldhalle in Feldkirch teil und begeisterten die lautstarke Fangemeinde. Man hat sehr viel Freude, gerade an Tagen wie heute, wenn man sieht, die Begeisterung ist sehr hoch. Und ja, das gibt einem dann natürlich wieder Antrieb, das Ganze weiterzumachen. Starke Emotionen und taktische Manöver gab es sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen zu sehen. Die Leidenschaft für Basketball stand hier im Vordergrund. Man ist mit Freunden zusammen und mit seinem Team. Man kann um Erben wie jetzt um Landesmeistertitel kämpfen und es macht einfach Spaß zum Spielen. Ja, und eigentlich haben wir Basketball nicht so wirklich kennt, aber in der Schule haben wir es halt kennengelernt und ja, es hat einfach Spaß gemacht zum Spielen. Mir gefällt am Basketball, ja, es ist ein abwechslungsreicher Sport, also wir haben viel Schule und da kann man dann gut rausgehen. Es ist auch ein bisschen so die Abwechslung von der Schule, vom Stress und allem. Es ist ein guter Ausgleich für die Schule, weil in der Schule ist es oft stressig und da kann man Dampf ablassen und es ist einfach ein cooler Sport. Es macht einfach brutal Spaß und ist einfach eine coole Sportart. Unter den Besuchern auch Andreas Kabauer von der Bildungsdirektion, für den der Wettkampf ein hohes Niveau bot. Die jungen Mädchen sind hervorragend drauf, spielen wie die Profis, schon beim Auflaufen, man klatscht ab, man kennt die Regeln, es ist super, es gefällt mir gut. Ja, Sport ist mit der Musik wahrscheinlich der wichtigste Ausgleich zum Lernen in der Jugend. Sport fördert unheimlich auch das Lernen, unter anderem auch die Entwicklung. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass junge Menschen Sport betreiben. Auch Sponsor Unica ließ sich das Spiel nicht entgehen und zeigte sich begeistert vom Talent der Schüler und Schülerinnen. Es ist schön zu sehen, wie sich die Jugendlichen bewegen, welchen Ehrgeiz das sie haben. Mit der Bewegung findet auch Gesundheit statt, also es fördert die Gesundheit und das macht uns sehr stolz als Partner vom Vorarlberger Schulsport, dass wir da mit dabei sein dürfen und einen Beitrag dazu leisten können. Das spannende Finale entschieden schlussendlich die Mädchen der Sportmittelschule Bregen-Schendlingen und die Jungen der Sportmittelschule Nenzing für sich. Die beiden Mannschaften dürfen Vorarlberg beim Bundesfinale vom 21. bis 24. April in Oberwart vertreten. Denk vor Ort, denk wir in Vorarlberg, denk Unica.